Ja, hallo und willkommen zum weiteren Let's Teach. Diesmal geht es um die Projektprüfung und zwar in Verbindung mit einem Gantt-Diagramm. Diesmal nicht angefangen in Gantt Project, sondern man kann einen anderen Weg einschlagen. Und zwar sieht man hier schon im Editor, habe ich hier schon die Abfolge aufgelistet, in der dieses Projekt dann ablaufen wird. Ich habe hier mal als Beispiel die Seite vom ISB aufgerufen, hier unter Projektprüfung, Leittexte. Hier gibt es einen Beispiel-Leittext für das Fach Wirtschaft. Wenn wir das hier aufmachen, dann sehen wir hier einen Beispiel-Leittext und schauen wir uns mal genauer an. Also das Szenario hier, Gang über den Markt. An eurem Schulort findet einmal in der Woche ein grüner Markt statt. Für die Marktleitung sollt ihr einen Flyer herstellen, in dem an Beispielen das Warenangebot, die Herkunft und die Produktion der Waren und die berufliche Vielfalt der Anbieter dargestellt werden. Okay, da steckt schon mal sehr viel drinnen. Also es geht hier um einen Flyer und dann die Inhalte dieses Flyers. Und genauer beschrieben ist es hier jetzt in diesen Aufgaben hier. So, Aufgabe 1. Hier ist übrigens auch sehr schön zu sehen. Zuerst, dann anschließend, rechtzeitig, vor und am. Und dann ist hier immer lila gekennzeichnet. Solltet ihr das alleine machen oder die ganze Gruppe? Also als erstes macht ihr einen Organisations- und Zeitplan. Das ist dann praktisch das, was ich hier schon angefangen habe. Dann geht es um den Interviewbogen, wo die ganzen Anbieter von dem Markt befragt werden. Also das heißt, hier habe ich schon mal den Organisationsplan. Dann Interviewbogen, das taucht hier dreimal auf, weil ja hier steht, jeder entwirft einen Interviewbogen. Wie wir das genau dann umsetzen, das schauen wir uns gleich an. Der nächste Schritt wäre dann Interview führen. Hier steht, mit denen ihr dann die Anbieter befragen könnt und jeder führt dann das Interview durch, macht Notizen und hält die Ergebnisse auch mit technischen Mitteln fest. Also der Interviewbogen, der wird hier nach dem Interview entsprechend ausgewertet. Später kommt in der Projektmappe noch Fotos, Warenangebot dazu. Das heißt, hier muss man darauf achten, dass man hier schon entsprechend einplant, dass man Fotos macht. Gut, dann kommt hier der vierte Punkt schon. Jedes Gruppenmitglied sammelt weitere Informationen zu den Waren, zu den Produktionsprozess und zu den Berufen. Das heißt, ich habe hier dreimal eine Recherche drin, einmal für die Waren, Produktionsprozess und Berufe. So, und hier im Punkt 5 steht, rechtzeitig entwerft ihr gemeinsam ein Gesamtkonzept und ein Layout für den Flyer. Das bedeutet also, wir haben einmal den Flyer, das müssten wir vielleicht hier noch ergänzen, Inhalt Flyer und dann das Layout für den Flyer, also wo kommt welcher Text hin, wo kommen die Bilder hin, wie ist die Seitenaufteilung, ist es ein sechsseitiger Flyer, vierseitig oder macht man eine ganz andere Form, mehrseitig, das wäre ja alles möglich. So, und dann war es das eigentlich schon, weil wenn ich hier lese, vor der Präsentation baut jeder seine Ergebnisse in den Flyer ein. Hier steht nicht explizit dran, dass das die Durchführung ist, muss er aber sein. Bei uns in der Schule, wir schreiben hier noch Durchführung darüber, also der Punkt 6 wird dann wohl die Durchführung sein, wo jeder den Flyer entsprechend umsetzt. Dann haben wir hier, genau, ich habe hier Durchführung Flyer geschrieben. So, und jetzt käme eigentlich hier die Projektmappe. Ich habe jetzt aber die Präsentation vorgezogen, weil ich mir denke, dass auch Inhalte der Präsentation in die Mappe mit rein soll. Und als letzten Punkt der Projektprüfung ist ja, dass man dann die Mappe mit abgibt. Also, nee, eigentlich nicht. Also, wir machen mit der Präsentation weiter.
Wir haben jetzt hier wieder einen Organisationsplan. Ich denke, es wird wichtig sein, dass man sich auch hier nochmal trifft und zusammensetzt und genau überlegt, wer welchen Teil präsentiert und wie man die Präsentation entsprechend aufbaut. Und hier wäre es schön, wenn man Fotos vom Marktplatz hätte, vom Warenangebot, um die Präsentation entsprechend aufzulockern, nicht so textlastig zu machen und einfach einen anschaulichen Vortrag zu haben. Ja, hier wäre es auch wichtig, dass man den Inhalt von den Interviewbögen vorstellt. Was wurde denn gefragt? Was haben die Leute geantwortet? Und hier vielleicht auch nicht alles in Textform ausformulieren, sondern dann halt eher in Diagrammen vielleicht, wenn sich's anbietet, oder halt mehr so grafisch darstellen. Genau, das wäre dann der nächste Punkt, also Inhalt vom Interviewbogen und Auswertung des Interviews. Dann die Fotos der drei Flyer vielleicht, also die Flyer, die sollten vielleicht schon vorliegen, aber man könnte sie vielleicht, wenn man eine PowerPoint-Präsentation hat, auch entsprechend fotografieren und in diese Präsentation mit aufnehmen. Und zum Schluss steht noch eine eigene Reflexion an und die Reflexion der ganzen Gruppe. So, dann kommen wir zur Arbeitsmappe. Wir haben hier auch einen Arbeitsbericht, dann die Planungsunterlagen, also das entnehme ich hier aus dem Inhalt, wie die Projektmappe aussehen soll, was an Inhalt drin sein soll. Und das habe ich hier eigentlich direkt übertragen. Also Mappe, Arbeitsbericht, die Planungsunterlagen. Da passt jetzt das Gantt-Diagramm dazu, die Interviewbögen, die Rechercheergebnisse und dann auch die Fotos, die Zeitplanung und natürlich den Recherchenachweis und die Quellenangabe. Was bei uns noch wichtig ist, dass also ein Hinweis, dass die Mappe selbst gefertigt wurde, dass da kein anderer mitgearbeitet hat und das Ganze soll noch unterschrieben werden und man könnte jetzt hier noch die Präsentation mit einbauen. Also es gibt ja die Möglichkeit, zum Beispiel von der PowerPoint-Präsentation eine mehrseitige oder anders gesagt, die Seiten der Präsentation auf einer Seite entsprechend zusammenzufassen. Da gibt es verschiedene Formen. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht, wie man die Präsentation dann entsprechend ausdrucken kann oder ins Word übertragen kann. Also tragen wir hier noch ein. Präsentation in den Anhang. Und danach wäre die Mappe fertig. Und ja, jetzt habe ich hier nach der Präsentation nochmal Reflexion, Gruppenreflexion geschrieben. Aber diese Reflexion, die könnte man ja praktisch hier in der Mappe auch nochmal mit aufnehmen. Es steht ja hier sogar, also kommt das, was hier in der Präsentation gesagt wird, hier nochmal in den Anhang. Und dann als letzten Meilenstein haben wir dann den Projektschluss. Okay, das kann ich jetzt, also diesen Ablauf kann ich jetzt entsprechend speichern. Ich speichere das mal auf dem Desktop. Und ja. So, wir sind hier jetzt in dem Programm Gantt Project und die gespeicherte Tabelle, die lässt sich hier jetzt entsprechend aufrufen. Ich verändere hier im Vorfeld vielleicht noch etwas und zwar Projekt neu. Dann das Projekt heißt Grüner Markt, Standard und die Wochenenden, die blenden wir aus, weil es geht ja hier nicht um ein tatsächliches Abbild. Der Projektzeitraum, der beträgt ja eigentlich nur 3 Tage. Das heißt, wir müssten hier die meisten Positionen dann als Stunden oder als Minuten eigentlich darstellen. Das geht in dem Programm gar nicht. Dazu bräuchte man ein Profi-Programm wie Microsoft Project. Da können wir das dann umstellen. Und hier belassen wir es bei den einzelnen Vorgängen, wo ein Vorgang dann praktisch 1 Tag dauert. Also es geht ja hier um die zeitliche Abfolge und Reihenfolge der einzelnen Schritte. Dann können wir hier sagen, okay. So, und die gespeicherte Liste, die können wir jetzt importieren. Also
Project importieren und wir haben hier eine Textdatei. Achso, weiter. Dann durchsuchen. Die war auf dem Desktop. Und dann sagen wir okay, okay. Und hier sind die einzelnen Positionen aufgelistet. Was hier auffällt, der Import hat jetzt bei den Umlauten hier nicht ganz so gut geklappt. Allerdings kann man hier nochmal reinklicken und das entsprechend dann korrigieren. Okay, so, jetzt kommt die Verknüpfung und ich habe jetzt hier noch was zusätzlich ergänzt. Das hatten wir vorher nicht. Ich wollte es hier nochmal darstellen. Ich habe jetzt hier noch ein Position Interview und Interview abgeschlossen. Und zwar kann ich hier Folgendes machen. Ich kann nämlich hier dieses Interview von hier aus, halt, das ist also der Überbegriff, und dann geht es hier los mit Interview abgeschlossen. Und diese Positionen kann ich einrücken. Das heißt, ich habe dann eine Position Interview und da sind weitere Positionen dahinter. Ich könnte das gleiche jetzt hier unten auch machen, Recherche, Flyer als Überpunkt und dann hier entsprechend einrücken. Und schauen wir uns mal an, wie das dann aussieht. Also nach dem Organisationsplan erstellt jeder einen Interviewbogen. Und nach dem Interviewbogen macht jeder entsprechend ein Interview. So, warum jetzt hier drei Interviewbögen? Ich hätte es ja in einem zusammenfassen können. Und zwar, ich kann jetzt hier unter Ressourcen, kann ich hier die Teilnehmer der Projektgruppe entsprechend auf verfügbar machen. Also einmal Hans, Peter und Stefan. So, und wenn ich hier zurückkehre, dann kann ich hierher gehen. Halt, da muss ich da drauf gehen. Eigenschaften, Ressourcen. Und dann kann ich sagen, okay, den einen Interviewbogen macht der Hans. Den nächsten Interviewbogen entwirft der Peter. Und den letzten den mache dann ich. Also ich habe jetzt hier nicht nur eine zeitliche Abfolge, sondern ich habe hier dahinter auch noch stehen, wer was genau macht. Wenn ich nichts dabei stehen habe, ich könnte ja hier beim Organisationsplan auch sagen, wir machen den alle drei zusammen. Also Hans, Peter und ich. Und dann stehen jetzt alle drei Namen in einer Reihe. Wir gehen in Zukunft aber davon aus, dass da, wo nichts steht, dass das praktisch die normale Abfolge ist, die ich dann alleine machen muss. So, jetzt machen wir hier mal die Reihe fertig. Also Interview führen, Fotos machen und das Interview auswerten. Und als letzten Punkt hätten wir dann praktisch Interview abgeschlossen. Und dann spricht man von einem sogenannten Meilenstein. Und dann können wir hier sagen, Meilenstein. Der Meilenstein hat keine zeitliche Ausdehnung, weil Interview abgeschlossen ist praktisch nur ein Zeitpunkt, kein Zeitraum. Das wäre jetzt praktisch hier Interview auswerten. Das würde hier wieder eine Zeit lang dauern. Aber hier mit diesem Punkt wäre praktisch dieser Prozess Interview dann beendet. Und man könnte das jetzt hier auch entsprechend ein- und ausklappen. So, nach diesem Interview abgeschlossen geht es weiter mit der Recherche. Und hier kann man ja auch wieder sagen, Recherche, Arbeit teilen wir uns auf. Also hier dann auch wieder. Eins macht der Hans. Peter. Und ich. Dann haben wir es schön verteilt. So, und dann wäre praktisch
hat die Besprechung Inhalt Flyer dran. Und hier müssen wir besprechen, naja, Recherche, ja, Inhalt Flyer. Und hier geht es dann darum, welches Layout soll dieser Flyer erhalten, wo sollen die Bilder hinkommen, wo kommt der Text hin, wie viele Seiten hat der Flyer, ist der jetzt sechsseitig oder vierseitig oder ist das ein kleines Geheft. Und dann kommen wir eigentlich schon zum Abschluss der Vorbereitungsphase und zur Durchführung. Hier könnte man eigentlich noch einen Prozess, also wir könnten es so machen wie oben mit dem Meilenstein, dass wir sagen, Vorbereitungen abgeschlossen und dann hätten wir hier einen Meilenstein Vorbereitungsphase abgeschlossen. Ich mache jetzt einfach mal so weiter. Jetzt kommt die Durchführung Flyer. Jetzt wird also dieser Flyer in der Durchführung erstellt. Zeitraum wäre hier 120 Minuten, wo man dann Zeit hätte. Ja, der nächste Punkt wäre dann Durchführung, halt der nächste Punkt wäre hier die Präsentation. Und hier können wir es auch wieder so machen, dass wir sagen, okay, das ist der Überpunkt. Für die Präsentation brauchen wir einen Organisationsplan, Fotos, Warenangebot, Auswertung, Reflexion, Gruppenreflexion. Und dann geht hier unten die Arbeitsmappe weiter und ich kann jetzt die auch wieder einrücken. Jetzt muss ich bloß schauen, wo die stehen. Ah, die stehen hier. Ja, also nach dem Punkt Durchführung Flyer geht es weiter mit dem Organisationsplan. Fotos von Marktplatz. Warenangebot. Vielleicht machen wir das ein bisschen kleiner. Und die Gruppenreflexion. Ja, und hier bei dem Organisationsplan, da muss man zu dritt zusammensitzen und genau überlegen, wer macht was. Hier könnte man wieder entsprechend die Ressourcen hier zuteilen. Also hier Eigenschaften und das machen hier praktisch alle. So, Gruppenreflexion und wenn das Ganze dann abgeschlossen ist, dann kann man mit der Mappe anfangen. Man könnte allerdings mit der Mappe schon früher beginnen und zwar zu dem Zeitpunkt, wo man den Interviewbogen erstellt hat. Also sobald der Interviewbogen fertig ist, ausgedruckt wird, kann der gleichzeitig also er kommt auf alle Fälle in die Mappe rein, also würde man hier sagen, die Mappe kann man hier schon am 14.03. beginnen lassen. Also ist jetzt natürlich ein fiktiver Zeitpunkt, weil wir machen ja hier nur, hier geht es ja nur um die Einheiten. Also Mappe, da steht 13.03. und ach so, das ist hier praktisch auf der gleichen Höhe, okay. 14. Dann brauche ich eigentlich nur hier reinklicken und hier den 14. aussuchen. So, und dann habe ich die folgenden Schritte. Na, der Arbeitsbericht, den werde ich erst später machen. Das heißt, den werden wir wohl erst nach dieser Gruppenreflexion machen. Diese Gruppenreflexion findet am 31.03. statt. Also haben wir hier den 31.03. Ich war noch im ersten. Also 31.03. Und wir können aber hier die Verknüpfung setzen.
Okay, also wir haben jetzt hier die Verknüpfung. Jetzt müssen wir allerdings aufpassen. Wir können jetzt nämlich hier sagen Arbeitsbericht, Eigenschaften und dann haben wir eine zusätzliche Bedingung, weil die sind hier fest miteinander verbunden. Und dann sagen wir hier frühester Beginn, 31. Und dann können wir das hier hinausziehen, also den Arbeitsbericht, den schreiben wir hier später. Und wir können aber mit der Mappe praktisch beginnen, wenn wir die Interviewbögen haben. So, die Frage ist, wie wir hier weitermachen. Naja, es bietet sich an, hier jetzt praktisch konzentriert an der Mappe zu arbeiten. Wenn wir jetzt also hier diese Verknüpfungen haben, Arbeitsbericht, Planungsunterlagen, die Auswertung der Interviews. Mal schauen, was passiert, wenn wir das hier jetzt verknüpfen. Ich mache mal noch mal eine Verkleinerung. Also wir haben hier Interviewauswertung. Das ist der hier, dieser Punkt. Und den verknüpfen wir mit dem unteren. Okay, so und den können wir hier ja praktisch auch schon machen. Jetzt schaue ich noch, was passiert, wenn wir diese Verknüpfung haben. Ja, okay. Das ist ein bisschen umständlich hier. Man muss hier wieder verkleinern, dann wieder zusammenschieben. Also Interview auswerten. Man kann hier, ich versuche da mit dem Mausrad zu zoomen, man kann hier dann praktisch diese Verknüpfung setzen zu Auswertung des Interviews und dann machen wir einfach ganz normal weiter. Jetzt vergrößern wir noch mal ein bisschen und dann haben wir die nächsten Punkte. Fotos Warenangebot. Naja, die würde ich jetzt vielleicht noch nicht in die Mappe reintun, wenn wir sie hier oben fotografiert haben. Also setzen wir hier mal eine ganz normale Verknüpfung. Organisationsplan. So, jetzt haben wir hier noch Aufgabenverteilung, Zeitplanung. Naja, das ist ja eigentlich dann hier das sind ja die Planungsunterlagen. Ich lösche den mal raus. Aufgabe löschen, auch diese Zeitplanung. So, dann geht es hier ganz normal weiter. Quellenangaben, die Präsentation in den Anhang und ja, dann haben wir die Mappe fertig und hier machen wir wieder einen Meilenstein draus. Meilenstein, das heißt, es zeigt hier nur, ah, Moment, das war jetzt der falsche. Mappe fertig. Meilenstein. So, jetzt ist es der richtige. Okay. Und jetzt kommt praktisch. Ja, die Reflexion, Gruppenreflexion, die wäre hier praktisch auch noch mit drin. Das heißt, dieser Punkt, dass die Mappe fertig ist, den müssten wir hier praktisch nach unten setzen. Genau, und dann hätten wir hier praktisch, jetzt müssen wir schauen, wo die sind. Die sind da vorne. Okay, jetzt wäre die Mappe fertig und dann hätten wir dann den Projektabschluss. Hätten wir praktisch nochmal, ja, eigentlich nochmal einen Meilenstein. Projektmappe abgeschlossen, Mappe abgegeben, Präsentation ist fertig. Okay, so, wie geht es jetzt weiter? Ich mache mal nochmal die Übersicht, die geht hier gar nicht ganz drauf. Und jetzt ist auch spannend, wie baut man das Ganze in die Projektmappe ein? Also wir haben jetzt hier den 13.03. und hier unten den 8.04. Das merken wir uns einmal. Und wenn wir das Ganze jetzt ausdrucken wollen würden, ich mache mal hier die Druckvorschau etwas kleiner machen.
Dann sehe ich hier, wie das hier sich ausdrucken würde auf 4 Seiten. Das können wir natürlich nicht brauchen. Und wir haben jetzt hier den 13. als Beginn und wir hatten den April, ich glaube der, was war es, der 6. Ja, sieht ganz gut aus. Und was wir hier auch nicht brauchen, ist eigentlich das Anfangs- und Enddatum. Wir brauchen eigentlich nur die Vorgänge und hier diese Gantt-Darstellung. Und dann sagen wir hier noch Hochformat. Ah ja, okay. So, also so ganz gefällt mir das noch nicht. Wir sagen hier einfach Anfang ausblenden, Ende ausblenden. So, jetzt haben wir nämlich die ganzen Vorgänge und hier entsprechend das vergrößern wir extra. Etwas. So, mal schauen, wie das jetzt hier rauskommt. Druckvorschau. Hochformat und das würde eigentlich passen. Das heißt, ja, wir sind ja eigentlich später drin. Genau. Und hier vorne, okay, dann was hier verkleinern. Also man muss sich hier so ein bisschen spielen. Und jetzt haben wir eigentlich eine Seite. Warum jetzt noch eine Seite da dargestellt ist, machen wir mal nochmal. Ne, das war es auch noch nicht. Jetzt haben wir es auf einer Seite. Okay, jetzt könnten wir es eigentlich ausdrucken. Oder was noch viel besser ist, weil wir wollen ja das auch in die Arbeitsmappe integrieren, wir gehen einfach her und sagen exportieren. Und jetzt können wir hier sagen, zum Beispiel, dass es Microsoft Project lesen kann, aber auch als Bilddatei, als JPEG können wir das Ganze abspeichern oder als PDF. Wir schauen uns das mal mit der JPEG-Datei an, sagen weiter. Jetzt hoffe ich, das war der 13. nehme ich an. Ja, also hier müssen wir noch mal das Datum eingeben und ich glaube, es war dann der 6. April. Und wo wird das Ganze gespeichert? Auf dem Desktop. So, dann schauen wir mal, was uns der da ausgibt. Wo haben wir denn die Datei? Die kann jetzt gar nicht lesen. Mit welchem Programm? Machen wir mal Fotogalerie. Ah, okay. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich schiebe das mal ins Fenster. Also wir haben jetzt das Ganze als Bild abgespeichert und das lässt sich hier hervorragend in die Projektmappe einfügen mit der Ablaufdarstellung. Also wir haben ein Gantt-Diagramm. Und dann entsprechend die einzelnen Vorgänge und die Ressourcen haben wir hier auch noch abgebildet. Okay, ich hoffe, es war einigermaßen nachvollziehbar. Also zuerst überlegen, welche Vorgänge hat man überhaupt, in einer zeitlichen Reihenfolge kann man das Ganze setzen. Dann in Gantt Project einfach importieren. Aufpassen, die Umlaute, die müssen hier entsprechend angeglichen werden. Man kann überlegen, ob man hier gruppiert. Dann hat man hier die einzelnen Vorgänge mit so einem schwarzen Balken. Man kann hier ein- und ausklappen, was eigentlich nicht notwendig ist. Man kann das natürlich weglassen. Aber hier dieser Ablauf, den kann man entsprechend schon mal festlegen. Und man könnte auch hergehen und sagen, okay, ich mach nicht nur den Ablauf zeitlich gegliedert oder wenn Parallelitäten wie hier zum Beispiel beim Interviewbogen auftauchen, dass ich das hier einfüge, sondern dass ich hier auch die Ressourcen entsprechend zuweise, dass hier ersichtlich wird, wer was macht. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg
bei der Arbeitsplanung für das Übungsprojekt oder für die Projektprüfung.